Und bist du bereit, dich zu entspannen? Die progressive Muskelrelaxation wurde von dem amerikanischen Arzt Edmund Jacobson entwickelt. Du hast vielleicht schon gehört, dass sich dein Körper, wenn du gestresst oder ängstlich bist, automatisch anspannt. Aber es funktioniert auch umgekehrt. Wenn du deine Muskeln entspannst, wirst du dich ruhiger fühlen. Das nennt man parasympathische Reaktion. Mit intensiver muskulärer Entspannung kann dir die PMR also helfen, Stressreaktionen zu reduzieren. Das Leitprinzip ist, ein entspannter Körper führt zu einem entspannten Geist. Um das Entspannungsgefühl zu erreichen, werden nacheinander verschiedene Muskelgruppen kurz angespannt und dann längere Zeit locker gelassen. Dabei solltest du genau den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung beobachten. Die langfristige Wirkung der PMR kann das allgemeine Wohlbefinden verbessern und ein Gefühl von Erfrischung und neuer Kraft vermitteln. Außerdem kann die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit gesteigert werden. Bitte beachte, dass du diese progressive Muskelrelaxation freiwillig anhörst und sie den Gang zu einem Arzt nicht ersetzt. Für Informationen zu unseren Therapieangeboten rufst du bitte die Homepage www.hl-hypnose.de auf. Gerne kannst du auch unsere App empfehlen, damit noch mehr Menschen ihre Heilung effektiv fördern können. Mach es dir auf deiner Unterlage gemütlich. Finde eine Position, in der du entspannt und ohne Druck auf dem Rücken liegen kannst und wo nichts an deiner Lage störend ist. Platziere deine Arme leicht angewinkelt, die Hände locker aufgelegt und die Finger entspannt und leicht gekrümmt auf deiner Unterlage. Strecke deine Beine bequem aus, sodass deine Füße automatisch etwas nach außen fallen können. Entspanne dich und schließe deine Augen. Versuche, an nichts Spezielles zu denken. Im Moment gibt es nichts zu tun. Du kannst dich völlig auf das Gefühl der Entspannung konzentrieren. Richte deine Aufmerksamkeit auf jeden Muskel deines Körpers. Versuche, jeden Muskel zu spüren und ihn so gut wie möglich zu entspannen. Atme dabei ruhig und tief. Lass deine Zähne sich leicht voneinander lösen. Du musst nicht genau hinhören, während du meiner Stimme folgst, denn du wirst trotzdem verstehen, was ich meine. Du kannst auf deine Gedanken achten, die dir möglicherweise während der Übung noch durch den Kopf gehen. Versuche nicht, sie gewaltsam wegzuschieben. Vielleicht kannst du einfach die Entscheidung treffen, den Gedanken nicht zu folgen und deine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf das Entspannen zu richten. Balle jetzt deine rechte Hand zur Faust. Halte die Anspannung und achte auf die Spannung in deiner Hand und deinem Unterarm. Atme jetzt tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los,
während du tief ausatmest. Lass los, entspanne Hand und Unterarm vollständig. Jetzt wiederholen wir diese Übung mit der linken Hand. Schließe die linke Hand zur Faust und achte genau auf die Empfindungen, die bei dieser Anspannung entstehen. Atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Spüre, wie angenehm es sein kann, wenn die Muskeln vom Angespannten in den entspannten Zustand übergehen und wie du dich dabei zunehmend entspannst. Spanne jetzt beide Hände und Unterarme an. Dann atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Achte auf den Übergang von Anspannung und Entspannung. Jetzt gehen wir zu den Armen. Beuge beide Ellenbogen mit geballten Fäusten nach oben und spanne die Oberarme fest an. Spüre die Empfindungen dabei und beobachte die Spannung. Atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Strecke die Arme wieder aus. Du kannst dich zunehmend entspannen, achte genau auf den Unterschied. Die Entspannung kann sich ausbreiten. Atme ruhig und tief. Mit jedem Ausatmen kannst du dich tiefer in diese Entspannung sinken lassen. Beobachte jedes Mal ganz genau deine Empfindungen. Einmal, wenn du anspannst und dann, wenn du entspannst. Drücke jetzt die Hände fest auf die Unterlage. Drücke ganz fest, sodass du eine starke Spannung in den hinteren Oberarmen spüren kannst. Drücke die Arme fest auf und spüre die Spannung in den hinteren Oberarmen. Dann atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Lege die Arme wieder bequem hin, bis du vollkommen entspannt bist. Lass die Entspannung sich weiter ausbreiten. Jetzt arbeiten wir mit den Schultern weiter. Ziehe die Schultern so weit es geht nach hinten und drücke sie gegen die Unterlage. Atme jetzt tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Atme ruhig und tief. Ziehe jetzt die Schultern nach vorne, so weit nach vorne, wie es geht. Atme wieder tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Gehe nun ganz ruhig mit deinen Gedanken durch beide Arme, von den Schultern bis zu den Fingerspitzen. Kontrolliere und lockere, falls sich wieder etwas verspannt hat. Lass alles fallen. Während die Arme im Entspannungszustand verbleiben, gehen wir zu den Beinen über. Wir beginnen mit den Füßen. Ziehe jetzt zunächst beide Zehenreihen zum Körper heran.
Zehenspitzen zum Körper hinziehen. Jetzt die Zehenspitzen nach vorne einkrallen, als ob du einen Bleistift festhalten würdest. Verkrampfe dabei aber nicht die Fußsohlen. Jetzt tief einatmen, die Spannung spüren und nun auf dein eigenes Signal hin loslassen und dabei tief ausatmen. Lass los, lass locker, lass die Füße fallen und du wirst dabei immer entspannter. Jetzt gehen wir zu dem Bauch. Drücke den Bauch ganz weit nach außen. Spanne die Bauchdecke, indem du den Bauch ganz weit nach außen wölbst und atme dabei tief ein. Gib dir ein Entspannungssignal und lass nun wieder los. Achte wieder auf den Übergang von Anspannung zu Entspannung. Ziehe jetzt deinen Bauch ganz weit ein und atme dabei tief aus. Den Bauch ganz weit einziehen. Gib dir dein Entspannungssignal und lass nun wieder los. Entspanne die Bauchmuskeln. Du kannst dabei immer lockerer und entspannter werden. Als nächstes machen wir die Übung mit dem Kopf. Hebe jetzt den Kopf nach vorne auf die Brust. Atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Ziehe jetzt den Kopf zur linken Schulter, ziehe ihn so weit nach links, wie es geht. Atme wieder tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Ziehe jetzt den Kopf zur rechten Schulter. Atme tief ein. Spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Spüre und genieße das angenehme Gefühl der Entspannung, das sich weiter und weiter ausdehnt. Jetzt gehen wir zum Gesicht über. Beiße ganz leicht, ohne zu verkrampfen, die Zähne aufeinander. Atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Presse jetzt die Lippen aufeinander, ganz fest. Atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Entspanne den Mund, lass ihn hängen. Nimm alle Kraft aus der Mundpartie weg. Wir gehen jetzt zu den Augenbrauen. Ziehe die Augenbrauen nach oben, indem du die Stirn nach oben runzelst. Spanne die Stirn an. Geh mit deiner Wahrnehmung ganz in die Stirn. Atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest. Versuche, die Stirn ganz glatt und locker werden zu lassen. Eine glatte, leere Fläche. Kneife jetzt die Augen zusammen, als würdest du geblendet werden. Atme tief ein, spüre die Spannung und lass auf dein eigenes Signal hin los, während du tief ausatmest.
Spüre das angenehme Gefühl der Entspannung, das sich weiter und weiter ausdehnt. Spüre, wie sich dein Körper Muskelgruppe für Muskelgruppe mehr und mehr entspannt hat. Genieße dieses angenehme Gefühl. Vielleicht kannst du die Entspannung noch etwas vertiefen, indem du die verschiedenen Körperbereiche im Geist noch einmal durchwanderst. Lenke deine Aufmerksamkeit noch einmal zu deinen Füßen. Wie fühlen sie sich an? Weiter zu den Unterschenkeln. Wie ist es in den Oberschenkeln? Spüre die Gesäßmuskeln. Wie fühlt es sich im Bereich der Bauchmuskeln an? Weiter zum Rücken. Wie ist es im Bereich der Schultern? Wie fühlt sich der Nacken an? Wie ist es im Gesicht? Im Bereich der Stirn? Der Kiefermuskeln? Wie fühlen sich die Arme an? Und die Hände? Wie fühlen sie sich an? Erlaube, dass sich die Entspannung mehr und mehr ausdehnt und sich weiter vertieft. Atme tief in die Nase ein und ganz langsam durch den Mund wieder aus. Bereite dich jetzt darauf vor, die Übungen zu beenden. Wir werden dabei in 4 Schritten vorgehen. Bewege jetzt im ersten Schritt die Hände. Bewege jetzt im zweiten Schritt Hände und Arme. Bewege jetzt im dritten Schritt den ganzen Körper. Und jetzt öffne beim vierten Schritt die Augen. Richte dich langsam in deinem Tempo über die Seite zum Sitzen auf und komme wieder ins Hier und Jetzt. Nimm dir einen Moment, um das entspannte Gefühl in deinem Körper wahrzunehmen und zu schätzen. Und jetzt danke dir selbst für diese wertvolle Zeit und umarme dich selbst dafür. Du bist jetzt ganz klar und wach, dir geht es wunderbar.